Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Romana Deckenbacher. Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuhörerinnen in der Galerie, aber auch zu Hause. 0800 222 555. Kennen Sie diese Nummer? Das ist die Nummer der Frauen-Helpline, die von 0 bis 24 Uhr 365 Tage besetzt ist. Wir haben Gewaltschutzzentren, Frauen-Notrufhilfen, Fachberatungsstellen, Mädchen- und Beratungsstellen. Die Frau Bundesminister und meine Vorrednerinnen haben schon ausgeführt, welche unzähligen Möglichkeiten Frauen, Kinder, Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, in Österreich haben. Auch die App DEC 112, die man hier in jedem Store runterladen kann, der stille Notruf ist eine Möglichkeit für Frauen, sich Hilfe zu holen. Und ja, Sie haben recht, wenn die Opposition sagt, man muss das noch mehr sichtbar machen. Aber in Wien zum Beispiel hat die ÖVP einen Antrag gestellt, dass der QR-Code des DEC 112, des stillen Notrufs, an öffentlichen Toilettenanlagen in Wien festgesetzt werden soll. Man hat es abgelehnt. Der erste Antrag wurde abgelehnt und dann eine Zuweisung zum Ausschuss mit der Begründung, es gibt schon genug. Das wäre ein wichtiges Zeichen gewesen, zum Beispiel für die große Stadt Wien. Unsere Bundesregierung und vor allem auch unsere Frau Bundesminister hat in den letzten Jahren ganz klar einen Fokus auf Gewaltschutz gesetzt. Und wir haben schon gehört, das Frauenbudget ist eines der höchsten, das wir bis jetzt hatten. Und auch der Herr Finanzminister hat heute in seiner Rede ganz klar festgelegt, dass auch weiterhin finanzielle Unterstützung für den Schutz von Gewalt gegen Frauen im Budget festgelegt wurde. Ja, und da Gewaltschutz eine Querschnittsmaterie ist, gibt es auch gezielte Präventiv- und Schutzmaßnahmen in unterschiedlichsten Ressorts, aber auch in den Ländern. Und wenn die NEOS fordern, dass es eine Erhebung der Gewaltschutzangebote geben soll, dann bitte schauen Sie sich doch noch einmal die Webseiten an. Webseite der IMAG, Gender Mainstreaming, hier ein Ergebnisbericht über Budgetmittel für ganz spezifische Gewaltpräventions- und Gewaltmaßnahmen im Bund veröffentlicht. Das Transparenzportal, das hier ganz klar auch die eingesetzten Mittel und die geförderten Maßnahmen von Bund und Ländern aufzeigt. Ja, und auch die Kontaktadressen auf der Homepage. Und Frau Kollegin Werner, ich finde es nicht, dieses Angebot finde ich nicht lächerlich, sondern ich finde es wichtig, dass es auch dort im Bundeskanzleramt diese Möglichkeiten gibt, dass sich Frauen und Mädchen hier Unterstützung holen können, vor allem nämlich auch Kontaktadressen holen können. Und in den vergangenen Jahren, und wir haben es schon gehört, gab es Informationskampagnen, die ich für ganz wesentlich halte, 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, die es auch weiterhin geben muss und wird, weil es ein wichtiges Zeichen ist, dass hier gesetzt werden muss. Und dabei ist es wichtig, dass diese Informationskampagnen bezüglich Gewalt an Frauen natürlich breitflächig, niederschwellig verbreitet werden, um betroffenen Frauen und Kindern und Mädchen diese zu erreichen, aber vor allem auch die Öffentlichkeit zu erreichen. Und ich appelliere an dieser Stelle noch einmal an uns alle, an unsere Zivilcourage, nicht wegschauen, sondern hinschauen, wenn von Frauen und Kindern, wenn Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, Unterstützung brauchen. Danke.